Ich rufe Tagesordnungspunkt 62 auf. Beschlussempfehlung der Ausschüsse zur Petition, Drucksache 19/3449. Es gibt keine Veränderung. Damit lasse ich über den Beschlussvorschlag abstimmen. Wer diesen Beschlussempfehlung seine Stimme geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Beschlussempfehlung ohne Aussprache. Darf ich wieder die Kurzform wählen? Es gibt keinen Widerspruch. Prima. Dann lasse ich abstimmen über Top 44, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3446 zu 19/3366. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Es sind CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD-Fraktion. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 45, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3447 zu 19/3411. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktion von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 46, Beschlussempfehlung und Bericht 19/3450 zu 19/2644. Wer stimmt ihr zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer stimmt dagegen? Die SPD. Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE und die Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 47, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3451 neu zu 19/3414. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD, FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 48, Beschlussempfehlung, Bericht, Drucksache 19/3452 zu 19/3362. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die SPD und die FDP. Wer enthält sich? Sie haben zugestimmt. Die Fraktion DIE LINKE hat zugestimmt. Damit, und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 49, Beschlussempfehlung. Herr Kollege Rock. Drücken Sie bitte mal. Bitte um getrennte Abstimmungen Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 bis 6. Wir auch. Wir bitten auch getrennte Abstimmungen. Wir sind bei 49 oder 48? Die Linken auch. 49. Ist laut, ne? Habe ich es jetzt richtig verstanden? Über Top 1, also Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und 6 soll jeweils separat abgestimmt. 3 bis 6 ist zusammen. Okay. Dann lasse ich abstimmen über den Punkt 1. Wer diesem Punkt zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD. Wer enthält sich? Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist dies angenommen. Entschuldigung. Dann Punkt 2. Wer diesem Punkt zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Wer Enthaltung, die SPD. Damit ist dieser Punkt angenommen. Dann 3 bis 6. Wer diesen Punkten zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Punkt, sind diese Punkte angenommen worden. Damit ist die Beschlussempfehlung in Gänze angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 50, Beschlussempfehlung und Bericht 19/3454 zu 19/2551. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und die FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion FDP. Wer enthält sich? SPD, habe ich gesagt. Enthaltung von den LINKEN und von der Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 51, 19/3459 zu 19/2519. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP. Wer stimmt dagegen? Die SPD, DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 52, Beschlussempfehlung und Bericht 19/3460 zu 19/3154. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP. Wer stimmt dagegen? SPD, LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden.
Tagesordnungspunkt 53, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3461 zu 19/3279. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? SPD, Linke und Kollegin Öztürk. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 54, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3462 zu 19/3304. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, Die Linke und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 55, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3463 zu 19/3368. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Fraktion Die Linke und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 56, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3464 zu 19/3400. Wer stimmt ihr zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion der SPD und Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Fraktion Die Linke. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Beschluss, Tagesordnungspunkt 57. Herr Kollege Rock. Ups. Ich bitte darum, die Punkte 1 bis 3 und den Punkt 4 separat abzustimmen. Also 1 bis 3 gemeinsam und dann Punkt 4 noch extra. Verstanden. Dann lasse ich separat abstimmen. Wer diesen Punkten 1 bis 3 zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion der SPD, Die Linke und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Punkte 1 bis 3 angenommen worden. Dann lasse ich abstimmen über den Punkt 4. Wer stimmt ihm zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, Die Linke und Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Punkt angenommen worden und somit in Gänze angenommen. Tagesordnungspunkt 57, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3465 zu 19/3412. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktion der SPD und Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? War mir zu schnell. Also Sie haben dagegen gestimmt. Trotzdem hat die Beschlussempfehlung eine Mehrheit enthalten. Vielen Dank und ist so angenommen. Tagesordnungspunkt 58, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3466 zu 19/2182. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD, Die Linke, Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Fraktion der FDP. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 59, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3467 zu 19/3401. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, Die Linke und Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Fraktion der FDP. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19. Herr Kollege Rock, bitte schön. Ich würde gerne die Punkte 1 bis 4 und dem gemeinsam abstimmen lassen in den Punkt 5 extra. Dann machen wir das so. Also es wurde vorgeschlagen 1 bis 4. Einen Moment. 60. Über die Beschlussempfehlung müssen wir abstimmen. Und in der Beschlussempfehlung haben wir 1 und haben wir einen Punkt 2. Richtig. Er hat recht. Man kann auch mal etwas eingestehen. Herr Kollege Rock, wie sieht es jetzt aus? Wollen Sie jetzt trotzdem separat über 1 und 2 abstimmen? Oder? Das wollen Sie. Okay, dann stimmen wir separat ab. Dann lasse ich über den Punkt 1 abstimmen. Wer stimmt ihm zu? Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Ja. Wer stimmt dagegen? FDP. Wer enthält sich? SPD, Linke und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Punkt angenommen. Ich lasse über Punkt 2 abstimmen. Wer stimmt ihm zu? Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich?
SPD, FDP, Linke und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Punkt 2 angenommen worden und somit in Gänze angenommen. Ich rufe Tagesordnungspunkt 61 auf, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3469 zu 19/3066. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Fraktion der SPD und Frau Kollegin Mürwet Öztürk. Damit ist dieser Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 68, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3497. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, SPD, Linke und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Damit sind wir am Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag. Wir beenden hiermit die Sitzung und setzen sie morgen fort.